Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister Reul, Sie haben uns erste Zahlen zur polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vorgelegt und vermelden, die Kriminalität würde weniger. Zuallererst will ich daher unseren Polizistinnen und Polizisten für ihre herausragende Arbeit danken. Eine Arbeit, die auch große physische und psychische Belastung darstellt. Tagtäglich und dabei oft im Schichtdienst stehen Sie mit Herz und Verstand dafür ein, das Leben für uns alle sicherer zu machen. Sie schieben dabei alleine in Nordrhein-Westfalen etwa 3 Millionen Überstunden vor sich her. Im Hambacher Forst müssen sich unsere Polizisten von linksgrünen Extremisten mit Fäkalien bewerfen lassen. Immer mehr müssen sie auch belastende, weil langweilige, aber doch notwendige Wachtätigkeiten im Objektschutz übernehmen. Und jahrelang haben Schwarz, Rot, Grün und Gelb die Polizei kaputt gespart. All das zeigt sich dann natürlich auch im Krankenstand, der deutlich höher ist als im Durchschnitt der öffentlich Beschäftigten. Die Sicherheitskräfte haben deshalb unsere ganz besondere Wertschätzung verdient. Das gilt ideell, aber natürlich auch materiell. Herr Reul, ich nehme Ihnen ab, dass auch Sie hinter der Truppe stehen und deswegen hier schon mal meine Bitte an Sie. Denken Sie dann auch bitte bei der nächsten Tarifrunde an die berechtigten Forderungen der Polizisten. Nicht nur als Dankeschön und gelebte Wertschätzung, sondern auch für den Effekt der Attraktivitätssteigerung des Berufes der dringend benötigten neuen Polizeianwärter. Denn auch wenn uns die Landesregierung bei unserer Minimalforderung, wenigstens 2.600 neue Polizeianwärter pro Jahr einzustellen, Stück für Stück entgegenkommt, so haben wir immer noch einen weiten Weg, um auch nur annähernd zu bayerischen Verhältnissen, soweit das bei der Unterschiedlichkeit der Länder möglich ist, zu kommen. Immer noch haben die Bayern 100 Polizisten mehr pro 100.000 Einwohner als wir in NRW. Und als AfD in NRW sagen wir, es gibt keinen Grund, warum die Menschen in NRW weniger sicher als die in Bayern leben sollen. Das gilt natürlich auch für die Aufklärungsquote. Keine Frage, dass wir in NRW nun etwas mehr aufklären als in den Jahren vorher, ist ein kleiner Erfolg. Aber auch hier dürfen wir die Maßstäbe nicht verlieren. Während in NRW 53% aller Straftaten als aufgeklärt gelten, ermitteln die Bayern 67%. Auch hier ist es noch ein langer Weg, NRW aus der Abstiegszone zu holen, in das es von Schwarz, Gelb, Rot und Grün über Jahrzehnte geführt wurde. Aber, meine Damen und Herren, um einem Missverständnis vorzubeugen, aufgeklärt ist eben noch lange nicht gerichtsfest aufgeklärt. Der Polizeiwissenschaftler Frank Kawilowski hält es jedenfalls für ausgeschlossen, dass in NRW mehr als jede zweite Straftat gerichtsfest aufgeklärt worden sein soll. Auf die Strafverfolgungsstatistik der Justiz ist Frau Schäffer eben schon eingegangen. Und diese Statistik stammt aus dem Jahr 2016. Und Sie haben eben dargestellt, welche Schlussfolgerungen man daraus hätte ziehen müssen. Wenn ich mich allerdings recht erinnere, dann ist diese Statistik aus dem Jahr 2016 im Jahr 2017 durch Innenminister Jäger vorgestellt worden, der damals Innenminister der rot-grünen Regierung war. Die Konsequenzen daraus zu ziehen, haben Sie in Ihrer Regierungszeit leider versäumt. Und es ist noch anzumerken, dass auch der Kriminologe der Ruhr-Universität Bochum, Thomas Feltes, in der Stimmberg-Zeitung von heute sagt, dass bei mehr als 70% der von der Polizei als aufgeklärt eingestuften Fälle das Verfahren eingestellt wird, weil die Beweise als nicht ausreichend erachtet werden. Es wäre also ein Fehler zu glauben, dass alleine die Aufklärungsstatistik in der polizeilichen Kriminalstatistik eine aussagekräftige Zahl darüber wäre, wie sicher oder unsicher wir hier in Nordrhein-Westfalen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich am Anfang ausgiebig der Polizei gedankt habe, dann gilt es hier auch auszusprechen, dass wir einen Teil der Kriminalitätsreduktion auch unseren Bürgern verdanken. Immer mehr Menschen installieren Alarmanlagen, bauen Sicherheitstüren ein, engagieren private Wachdienste, erwerben Pfefferspray und kleine Waffenscheine. Viele Bürger nehmen also mittlerweile ihre Sicherheit selbst auf eigene Kosten in die Hand und entlasten so den Staat und die Polizei. Und Herr Reul, wenn ich Sie richtig interpretiere, sind wir auch Viktor Orban und Sebastian Kurz zu Dank verpflichtet.
die ja gegen den Willen von Angela Merkel und Armin Laschet die Balkanroute geschlossen haben. Was ja, wie Sie in Ihrer Pressekonferenz sagten, eine äußerst kriminalitätssenkende Maßnahme war. Herr Reul, da sind wir einer Meinung. Jetzt müssen Sie Ihre Einsicht nur noch stringent auf die Sicherung der NRW-Westgrenze anwenden, so wie wir es als AfD beantragt haben. Und schon haben wir gemeinsam die Kriminalitätsrate noch einmal reduziert. Besonders kümmern müssen wir uns um die immer größere Zahl von Messerstraftaten, wofür ja immer noch keine Statistik vorliegt, was sich aber, wie ich hoffe, in diesem Jahr endlich ändert. Und ebenfalls auffällig, das kann ich Ihnen nun mal nicht ersparen, ist der signifikant hohe Anteil von nichtdeutschen Tatverdächtigen. Es ist gar keine Frage, natürlich sind nicht alle Ausländer kriminell, wer das behauptet, ist nicht mehr ganz dicht. Allerdings sind Ausländer laut Statistik fast dreimal so kriminell wie Deutsche. Und die seit 2015 über unsere Grenze gekommenen sind sogar noch signifikanter überproportional vertreten. Viele von ihnen sind nicht einmal rechtmäßig im Land, aber die Landesregierung versagt beim Grenzschutz und sie versagt bei der Abschiebung. Hier handelt es sich also um Kriminalität, die es gar nicht gäbe, wenn ihre Migrationspolitik nicht so katastrophal wäre. Und vor diesen Zahlen können sie die Augen nicht verschließen. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger bei Vergewaltigung liegt bei knapp 40%. Besonders schwere Vergewaltigung 47%. Räuberischer Diebstahl ebenfalls 47%, Zuhälterei 48%, Menschenhandel 70%, schwerer Diebstahl über 76%. Und wir haben damals dem neuen Polizeigesetz deswegen nicht zugestimmt, weil wenn Sie die Grenzen schon nicht schützen und sichern, dann reicht die strategische Fahndung, die dort festgeschrieben ist, eben nicht aus, sondern müsste durch die Schleierfahndung ersetzt werden. Herr Reul, es ist im Vergleich zu der rot-grünen Katastrophenregierung einiges auf dem richtigen Weg, da sind wir bei Ihnen. Aber, und ich freue mich, dass Sie das selbst auch so sehen, es ist noch eine Menge zu tun. Herzlichen Dank.